Endlich, die Spargelsaison ist wieder eröffnet. Das handverlesene Gemüse wird dieses Jahr aber teurer, denn auch für Erntehelfer gilt ein Mindestlohn. Sind Sie bereit, für Ihren Spargel mehr zu zahlen? Das haben wir Sie in Stuttgart gefragt. Wenn denn die Qualität stimmt und wenn es wirklich irgendwie auch da ankommt, wo der Spargel herkommt sozusagen, warum nicht? Ja. Spargel kaufe ich eher nicht, weil ich Studentin bin und habe grundsätzlich nicht so das Geld dafür. Also dadurch, dass ich es jetzt nicht so oft esse, würde ich dann sagen, wenn ich mir mal Spargel gönne, finde ich es durchaus auch gerechtfertigt, wenn er etwas teurer ist. Selbstverständlich, den gibt es ja bloß einmal im Jahr. Ich bin Rentnerin und dann den teuren Spargel, nein. Dann gibt es aber auch Spargel, wo nur Spargelstücke sind, das was Billiges, das kaufe ich mir dann. Ich kaufe den trotzdem, ja. Das ist einfach so lecker, dass ich da auch ein bisschen mehr dafür bezahle. Als Student stellt sich natürlich die Frage, ob man sich sowas kauft. Also ich persönlich würde mir es nicht kaufen, aber einfach in meiner Lebenslage würde ich es mir einfach nicht leisten. Ich esse gerne Spargel. Und dann will man das ja auch unterstützen, ne? Die Leute müssen davon irgendwas leben. Das ist in Ordnung. Geht nicht anders. Da esse ich einmal weniger, aber dafür genussreich und schön. Na, das ist doch mal eine gute Einstellung. 10 nach 12. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Ja, Spargelliebhaber müssen ab diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen, aber auch Spreewaldgurken werden teurer. Der Grund, Sie haben es gerade gehört, der Mindestlohn. Die Landwirte versuchen nun, höhere Preise durchzusetzen, wegen der höheren Kosten für ihre Angestellten. Spargelernten ist vor allem Handarbeit. Auch in diesem Jahr ist sie anstrengend. Und doch fällt das Spargelstechen den Arbeitern aus Osteuropa etwas leichter als bisher. Der Grund, es gibt 20% mehr Geld. Denn in Deutschland gilt der Mindestlohn. Für den polnischen Vorarbeiter ein Grund zur Freude. Im Moment, wir haben über 150 Leute schon. Und das ist Teil mit romanischen Leuten und Teil polnischen Leuten. Und die verdienen ja jetzt diesen Mindestlohn. Ja, genau. Was sagen die dazu? Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich denke, für alle. Dabei erhalten Staschek Quack und seine Kollegen nur 7,20 Euro pro Stunde. Denn noch gilt in der ostdeutschen Landwirtschaft eine Übergangsregelung. Erst in 2 Jahren erhalten sie volle 8,50 Euro. Doch schon jetzt macht der Kostenanstieg den Spargelbauern große Sorgen. Also mit steigenden Kosten besteht halt die Gefahr, dass ein Teil des Gemüseanbaus halt nicht mehr lukrativ ist. Nicht mehr lukrativ heißt es, und die Kosten sind einfach höher als die Erlöse. Und das würde heißen, dass dieser Bereich zurückgefahren wird. Und das ist ja eigentlich eine Sache, die wir uns alle nicht wünschen. Doch damit nicht genug. Das Mindestlohngesetz schreibt vor, wöchentlich die Arbeitszeiten der Saisonkräfte exakt zu protokollieren. Bisher war das auf dem Spargelhof von Jürgen Jacobs nur einmal im Monat üblich. Die behördlichen Auflagen sind eigentlich so, dass sie eigentlich über das Ziel aus unserer Sicht hinausschießen und halt in jedem Betrieb gegebenenfalls eine zusätzliche Arbeitskraft natürlich geschaffen haben. Das ist auf der einen Seite positiv, aber das sind halt auch Kosten. Wir haben in unserem Betrieb alleine Mehrkosten von 20.000 bis 30.000 Euro durch diese aufwendigen Aufzeichnungspflichten. Noch hofft Jürgen Jacobs auf Veränderungen des Mindestlohngesetzes, doch besonders die Gewerkschaften bestehen auf einer genauen Erfassung der Arbeitszeiten. Wir brauchen das deswegen so, weil sonst niemand nachvollziehen kann, für wie viel Geld wie viele Stunden gearbeitet worden ist. Das heißt, niemand weiß, ist denn nun 8,50 bezahlt worden oder ist vielleicht nur 4 Euro bezahlt worden. Auf den Gurkenfeldern der Spreewaldregion herrscht noch Ruhe. Doch die Bauern haben schon jetzt unter dem Mindestlohn zu leiden. Um die gestiegenen Lohnkosten in der bevorstehenden Ernte zu kompensieren, müssen sie in diesem Jahr ihre Gurken der verarbeitenden Industrie teurer anbieten als bisher, mit spürbaren Folgen. 30% weniger Rohware werden aufgekauft von den Erzeugern, auch von uns. Also alle können weniger Gurken anbauen. Das vernichtet nicht nur Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie. Denn wenn die Konservenindustrie nicht so viel verarbeitet, sind ja auch da Arbeitsplätze gefährdet. Im vergangenen Jahr waren auf den Gurkenfliegern des Spreewaldes etwa 3000 Helfer aus Polen und Rumänien im Einsatz. Ob und wie viele Jobs auf den Erntemaschinen wirklich verloren gehen, wird sich im Sommer zeigen, wenn die Saison beginnt. Sie wollen die großartige Aussicht genießen, nachdem Sie den Gipfel mühselig bestiegen haben. Doch der Ausflug endet in einer Tragödie. Die 30-köpfige Reisegruppe steht nämlich gerade hoch oben auf dem Staffelberg, als sich zwei Frauen der Kante gefährlich nähern. Es sollte ein netter Ausflug werden. Etwas Abwechslung vom Alltag suchten 30 Menschen einer Reisegruppe aus Nürnberg auf dem fränkischen Staffelberg. Doch für die 78-jährige Frau endete der Spaziergang auf dem Felsplateau tödlich.
Sie muss sich in der Nähe der Felskante aufgehalten haben und verlor plötzlich den Halt. Genauso ging es einer 66-Jährigen, doch die überlebte den Absturz. Eine Person konnte von alleine wieder hochklettern. Die haben wir dann letztendlich dem Rettungsdienst übergeben und wurde dann mit dem Christoph 20 nach Bayreuth in die Klinik geflogen. Die andere Person lag noch unten an der Aufschlagstelle. Die erst eintreffende Feuerwehr hat versucht, die Erstversorgung durchzuführen, musste aber leider nur noch den Tod feststellen. Bereits vor einem Jahr schoss eine Frau mit ihrem Auto über das Felsplateau des Staffelbergs in die Tiefe und überlebte. Eigentlich wollte sie mitten in der Nacht ihren Sohn suchen. Beim Wenden stürzte sie dann mit dem Auto ab. Bianca Gül kletterte aus dem Wrack und ging damals einfach nach Hause. Sie stand unter Schock. Es ist unglaublich, dass ich das überlebt habe. Einen größeren Schutzengel kann niemand haben. Und dass ausgerechnet hier der Baum gestanden war. Das ist ein Wunder. Warum die Rentnerin auf dem Staffelstein nun tödlich verunglückte, das müssen Gutachter klären. Die Feuerwehr konnte sie nur noch tot bergen. Für sie gab es keinen Schutzengel. Ganze 6 Gartenlauben stehen in der Nacht in Flammen. Die Chemnitzer Laubenpieper, die sind schockiert, weil es dort nämlich schon mal vor 3 Wochen brannte. Ja, gibt's da womöglich Zusammenhänge zwischen den Bränden? Die Polizei ermittelt jetzt. Es hört einfach nicht auf. Das Laubenabfackeln in vielen Gegenden Sachsens. Gestern hatte die Chemnitzer Feuerwehr wieder eine heiße Nacht, musste um 3 Uhr ausrücken, um ein wahres Flammeninferno zu löschen. Es waren 6 Lauben, die in der Gartensparte Sommerlust lichterloh brannten. Für die Feuerwehrleute war es extrem schwierig, die Brände unter Kontrolle zu kriegen, da die Wege zu den brennenden Lauben eng und lang waren. Gerade an der Einsatzstelle war die Wasserversorgung ein Problem. In der Nähe war kein Hydrant zu finden, der genügend Wasser bringt. Auch wahrscheinlich bedingt durch Bauarbeiten mit in diesem Gebiet. Wir mussten einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen und Wasserträgern der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr einrichten, sodass wir den Brand löschen konnten. Es gab immer wieder neue Brandherde und Explosionen. Die Lauben brannten fast bis auf die Grundmauern nieder. Für die Besitzer der Gartenhäuschen ein Drama. Die meisten Laubenpieper haben seit Jahrzehnten ihr kleines Gartenparadies und nie mit der Angst gelebt, dass es damit so schnell vorbei sein könnte. Das ist natürlich so, dass uns das sehr bewegt und auch trifft. Und da ist auch etwas, eine ganze Menge Wut dabei, das muss ich sagen. Der Löscheinsatz dauerte bis heute Morgen. Seitdem ist die Kripo unterwegs, um die Brandursache zu ermitteln. Noch gibt es keine konkreten Hinweise, ob Brandstiftung oder Selbstverschulden, aber Brandstiftung ist wohl wahrscheinlich. Es geht rasend schnell. In wenigen Sekunden nur überfällt ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Nähe von Paderborn. Er hält der Verkäuferin die Waffe direkt vors Gesicht und in Todesangst gibt sie dem Räuber das Bargeld aus der Kasse. Jetzt fahndet die Polizei mit Videoaufnahmen nach dem skrupellosen Verbrecher. Es geht wahnsinnig schnell. Der Täter steuert auf die Kasse zu mit gezogener Waffe und erbeutet die Tageseinnahmen von 1.600 Euro. Die Angestellte händigt das Geld aus. Die Tat dauert nur Sekunden. Die Mitarbeiterin, eine vierfache Mutter, erleidet einen Schock. Ich habe die Mitarbeiterin den Abend ja hier angetroffen und habe gesehen, in welchem Zustand sie sich befand. Also man muss in dem Moment schon Lebensängste, Lebensnöte haben. Und also die war im ganzen Körper am Zittern und am Bibbern. Und ich habe vorhin noch mit ihrem Mann telefoniert. Das ist derweil auch noch nicht besser geworden. Ich glaube, dass man da schon hart dran zu knacken hat. Tankstellenbesitzer Stefan Wicke rüstet jetzt auf. Ein stiller Alarm und mehr Überwachungskameras sollen den Mitarbeitern ein besseres Sicherheitsgefühl geben und künftige Täter abschrecken. Die Polizei Paderborn fahndet nun mit dem Überwachungsvideo nach dem Täter. Die Mitarbeiterin der Tankstelle hat in jedem Fall richtig gehandelt und keinen Widerstand geleistet. Auch für den Täter ist es eine Stresssituation. Man kann es nicht vorhersehen, wie er reagiert. Wenn man den Forderungen Folge leistet, läuft man die geringste Gefahr, dass dieser Überfall eskaliert, dass es zu irgendwelchen Handlungen kommt, die dann ja, Verletzungsgefahren bergen oder noch Schlimmeres. Der Täter ist 1,80 Meter groß, war komplett schwarz gekleidet und trug weiße Handschuhe. Die Polizei bittet nun um Mithilfe, denn noch fehlt von ihm jede Spur. Für reichlich Aufregung hat auch der erste öffentliche Auftritt von Giraffenbaby Nakuru im Hamburger Tierpark Hagenbeck gesorgt. Das unbeholfene Tier wäre nämlich dabei,
fast ertrunken. Eigentlich sollte das Giraffenbaby in Hagenbecks Tierpark erstmalig der Presse gezeigt werden, aber Nakuru änderte kurzfristig die Dramaturgie des Termins. Dieses glänzende, unbekannte Etwas, so spannend, wenn man erst 6 Tage auf dieser Welt ist. Woher sollte Giraffenjunge Nakuru auch wissen, dass er kein Fisch und Wasser für ihn gefährlich ist? Neugierig tapste das Kalb in den Wassergraben am Gehege. Die Pfleger, völlig überrascht, sprangen ins Wasser, um das Jungtier zu retten. Damit hatte niemand gerechnet. Oh Gott, oh Schreck, ein Giraffenbaby ist im Wasser. Das hatten wir natürlich hier bei uns auch noch nicht. Wir haben natürlich erstmal geguckt, ob er das vielleicht auch alleine schafft, weil er relativ noch dicht am Wassergraben war. Hat aber nicht geschafft. Also er ist immer weiter zu uns gekommen. Und dann sind wir natürlich alle rein und haben versucht, das Bestmögliche und das Schnellste zu machen, dass er da ganz schnell wieder rauskommt, weil das Wasser war natürlich auch ziemlich kalt. Es musste sehr schnell gehen, denn das 1,70 Meter große Giraffenbaby drohte im 10 Grad kalten Wasser zu ertrinken. Vergeblich strampelte es gen Ufer, konnte nur mit Mühe den Kopf über Wasser halten. Alleine wäre es nicht hinausgekommen, der Grund des Grabens rutschig und steil. 3 Minuten brauchten die Pfleger, um das Giraffenkalb ans Ufer zu bringen. Total erschöpft und etwas benommen, erholte sich Nakuru aber schnell. Ein bisschen schwimmen können Giraffen zwar, aber es ist nun mal nicht ihr Element. Die größte Gefahr wäre gewesen, dass sich das Tier an den Gliedmaßen verletzt. In freier Natur wäre das ein Todesurteil. Vom gestrigen Schrecken erholt, erkundete das Giraffenkalb heute sein Gehege. Erste Lektion fürs Giraffenleben gelernt. Im Tierpark hofft man nun, dass Nakuru am Wasser künftig etwas vorsichtiger sein wird. Ganz bestimmt, wenn das keine Feuertaufe war. Wer am Flughafen diese grüne Linie hier übertritt, hat nichts zu verzollen. So sollte es zumindest sein. Doch die Kontrolleinheiten, die spüren bei ihren Stichproben immer wieder Reisende auf, die sich nicht an diese Regel halten. Wer dabei von den Beamten am Düsseldorfer Flughafen erwischt wird, der muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Sie sind also nicht alleine gereist, ja? Mit mehreren Leuten? Internationaler Flughafen Düsseldorf. Wer nach Deutschland einreist, muss vorher durch die Zollkontrolle. Auf der Suche nach Schmuggelware röntgen Beamte der Kontrolleinheit Reiseverkehr verdächtige Koffer. Den geschulten Augen der Zöllner entgeht nichts. Ja, also man sieht auf jeden Fall, sie hat mehrere Sachen. Sieht jetzt aus, als ob das gewerblich wäre oder Musterwaren. Müssen wir definitiv mal reinschauen. Ja, warten Sie doch mal. Nehmen Sie mal die Hände raus, damit ich selber reingreifen kann. Ist alles gut, gehen Sie mal ein Stück zur Seite, ja? Im Gepäck der Passagiere aus Istanbul landen die Zöllner einen Volltreffer. So viel Elektrik ist schon ein bisschen merkwürdig. Er ist merkwürdig, weil für einen privaten Hausgebrauch sieht es jetzt nicht aus. Das sieht eher danach aus, dass das zum Verkauf bestimmt ist. Des Weiteren hat sie, wie man hier schön sieht, Zigaretten in eine Alufolie eingewickelt. Das ist immer noch ein Trugsinn. Die denken, die Leute, dass wir das dann auch im Scan-Gerät nicht sehen, wenn das in Alufolie eingewickelt ist. Dabei sieht man das umso besser. Ja, man versucht wahrscheinlich dadurch, falls das Gepäck mal geröntgt wird, dass die Strahlung davon abgehalten wird. Aber Fakt ist, dass das Alupapier einfach in dem Fall viel zu dünn ist. Trotzdem bricht die Strahlung dadurch. Also das muss schon wirklich was Massives sein. Das muss clever hinter irgendwelche dicken Sachen gelegt werden, die man dann wirklich durchs Röntgengerät nicht sieht. Aber dieses Alupapier, da ist mittlerweile bei den Geräten heutzutage keine Chance, dass man es nicht sehen würde. Das ist auf jeden Fall sehr auffällig. Das sieht man. 3 Stangen Zigaretten sind hier nicht das einzige Problem. Die Frau schmuggelt 90 Kfz und 100 Handy-Ladegeräte. Das lässt schon auf gewerblich zurückführen, da sie auch sagte, dass das für einen Trödelmarkt ist. Also definitiv eine gewerbliche Sache. Und die 3 Stangen Zigaretten kommen dann zu diesem Verfahren noch dazu. Im Allgemeinen ist das dann halt eine versuchte Steuerhinterziehung wegen einer gewerblichen Einfuhr, die sie nicht angemeldet hat. Die Zöllner vermuten, dass die Ladegeräte billige Plagiate sind. Sollten sie in den Handel kommen, könnten sie zur Gefahr für andere werden. Wir haben hier zum Beispiel dieses typische Zeichen für dieses Android, was normalerweise dann in der Türkei nicht unbedingt hergestellt wird. Das ist erstmal zu prüfen, ob es sich da um eine Fälschung handelt. Okay. Und natürlich Produktsicherheit. Es kann natürlich immer mal passieren, wenn man solche Produkte, wer weiß, wo die hergestellt worden sind, wirklich mal ans Ladegerät, an Strom oder sowas anschließt, dass man dann einen Stromschlag bekommt oder dass irgendwas defekt ist, dass das Handy dadurch kaputt geht. Das ist natürlich auch nicht auszuschließen bei den Produkten, die dann halt aus der Türkei kommen. Man weiß nie, was dahinter steckt. Plötzlich hat die Frau an den Zigaretten, die sie zu viel mit sich führt, kein Interesse mehr. Die Dame hat uns jetzt angeboten, die 3 Stangen, die sie zu viel hat, an den Zoll zu verschenken, an uns. Nur so einfach ist es tatsächlich nicht, weil erstens dürfen wir keine Geschenke annehmen und zweitens ist die Steuerschuld entstanden. Das heißt quasi, die Zigaretten müssen bezahlt werden, die Steuer muss entrichtet werden.
Nach Feststellung ihrer Personalien darf die Passagierin nach Hause gehen. Zigaretten und Ladegeräte werden bis zum Abschluss der Ermittlungen sichergestellt. Die 39-jährige Frau erwartet ein Steuerstrafverfahren. Der Airport Düsseldorf ist einer der Dreh- und Angelpunkte im internationalen Flugverkehr. Zehntausende Menschen strömen täglich durch die An- und Abflugterminals. Immer wenn Passagiere hohe Bargeldsummen bei sich tragen, werden die Zöllner misstrauisch. Woher stammt denn das Geld? Ist das Ihr Geld oder? Jeder Reisende darf Barmittel außerhalb der EU mitbringen in die EU bis 10.000 Euro. Ab 10.000 Euro muss angemeldet werden. Wenn er dies unterlässt, dann befinden wir uns in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren. Viele Leute unterlassen das einfach, weil sie denken, man muss dafür Geld zahlen oder um das zu verheimlichen. Teilweise beziehen Leute hier Sozialleistungen und haben noch Konten im Ausland und deswegen unterlassen sie das. Der 56-jährige Geschäftsmann aus Saudi-Arabien will unerkannt bleiben. Er gibt an, knapp unter dem Bargeldlimit zu liegen. Die Zöllner wissen, Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Adalbert Duballa zählt nach. Am Ende steht fest, der Mann sagt die Wahrheit. So, soll ich Ihnen jetzt sagen, wie viel Geld Sie dabei haben? 9.900 und ein paar Zeckfetscher, sind Sie knapp drunter. Gut. Wie gesagt, nicht nur auf die Euros achten, sondern auch auf die anderen Währungen, weil die ist ja auch was wert. Ne? Gut, dann packen Sie zusammen. Nächster Fall. Hallo, guten Tag. Reisen Sie zusammen? Ja. Ja, einmal bitte zum Durchleuchten. Sie kommen aus Istanbul? Istanbul, ja. Können Sie auf der anderen Seite wieder runternehmen, ja? Wie viele Zigaretten haben Sie dabei? Zwei Stangen. Zwei Stangen. Und Sie? Auch zwei Stangen? Also beide zwei Stangen oder insgesamt zwei Stangen? Und Sie? Sie müssen doch wissen, wie viele Zigaretten Sie gekauft haben. Auf Anfrage dann haben die auch gesagt, dass sie zu viele dabei haben. Nur wir wollten uns dann vergewissern, wie viel. Und beide hatten dann halt dementsprechend der eine Stange, also 200 Zigaretten zu viel, der andere ein bisschen mehr, 260 Zigaretten. Ali und Fatih Alkan sind Brüder, haben zwei Wochen Türkei-Urlaub hinter sich. Und jetzt ein Problem. Sie müssen eine Stange versteuern. Und Sie? 2, 4, 6, 8, 10. Und Sie müssen 13 Pakete versteuern. Heißt, da kommt jetzt die Steuer drauf zu. Und dasselbe, was die Steuer ergibt, nochmal an Höhe die Strafe. Das heißt für Sie 76 Euro, was Sie jetzt hier entweder bar oder per Karte zahlen müssen. Und für Sie, muss ich nochmal kurz ausrechnen, das sind 3 Pakete mehr dann, ja? Wollen Sie bar oder mit Karte zahlen? Mut zur Lücke. Wusstet ihr das nicht oder habt ihr jetzt gedacht, vielleicht geht's gut? Ja, ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll jetzt. Ne? Am besten ehrlich. Ja, wir haben gedacht, dass wir mal vielleicht drüber kommen. Es ist ja jetzt auch nicht so viel, jetzt, dass wir jetzt sagen, ne, dass wir jetzt eine sehr hohe Anzeige dafür bekommen. Aber ich denke mal. Aber ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil jetzt kosten die Zigaretten dementsprechend mehr. Ja, das stimmt. Ja gut, das müssen wir jetzt so hinnehmen. Ne? Insgesamt werden die Brüder mit 174,80 Euro am Ende zur Kasse gebeten. Also ich gehe mal davon aus, dass die zwei so ein bisschen auf Lücke gesetzt haben. Oft klappt's, dieses Mal hat es nicht geklappt, aber wie gesagt, die waren völlig entspannt und auch haben das so hingenommen, gar keine Probleme, war okay. Mit der letzten Urlaubermaschine aus Ankara geht für die Zöllner der Kontrollgruppe Reiseverkehr der Dienst zu Ende. Morgen werden hier wieder tausende Gepäckstücke durchleuchtet. Dann geht sie wieder los, die Suche nach Schmuggelware aus aller Welt. Ehrlich wird am längsten. Es geht aber auch anders. Die Zahl der Einbrüche steigt nämlich in Deutschland seit Jahren kontinuierlich an. Selbst vergitterte Fenster schrecken die Täter kaum mehr ab. Michaela Schneider, die ist fassungslos. Ihre kleine Kneipe in Merseburg ist nämlich schon wieder zur Zielscheibe von dreisten Dieben geworden. Es klingt zynisch, aber eigentlich müsste sich Michaela Schneider langsam an die Einbrüche gewöhnt haben. Seit 8 Jahren betreibt sie eine kleine Kneipe in Merseburg. 9 Mal wurde bereits eingebrochen. Doch es ist jedes Mal aufs Neue ein Schock. Ich habe hier erstmal gezittert, stand im ersten Moment neben mir und sagte, das kann nicht sein. Wieso schon wieder?
Die Täter hatten es offenbar ganz gezielt auf die beiden Spielautomaten abgesehen. Elisabeth Meyer, der die Automaten gehören, begutachtet zusammen mit der Gastwirtin die Schäden. Schnell wird klar, dass die Täter sehr genau wussten, wo sie ansetzen müssen. Ja, die haben die aufgehebelt an der Seite, das sieht man hier. Das sind die Reihen mit dem Gegenstand Metall. Und dann sind die Reihen, dann haben die hier die Kasse rausgerissen, haben die Röhren rausgerissen, das kann man außer vorschieben. Dann, das haben die auch gemacht. Ne? Dann haben das dann alles hier raus, sieht man ja auch, alles beschädigt, alles deformiert. Dann haben sie hier die Kasse rausgenommen, die fehlt komplett. Etwa 500 bis 1000 Euro haben die Täter erbeutet, schätzt Elisabeth Meyer. Ein Schaden, der anteilig sowohl die Eigentümerin als auch die Gastwirtin trifft. Hinzu kommen die Schäden an den Geräten. Außerdem rissen die Täter ein mit Eisenstangen und einem Gitter gesichertes Fenster raus. Das haben die wirklich mit roher Gewalt, fragen Sie mich nicht, wie sie es gemacht haben, rausgezogen, aufgebrochen, also aufgebogen. Michaela Schneider hat es kurzerhand zugemauert. Sicher fühlt sie sich hier nicht mehr. Also ich kann immer dann im Nachhinein wochenlang nicht richtig schlafen, das ist klar. Man geht, es macht keinen Spaß mehr. Man geht auf Arbeit mit Horror. Was erwartet dich heute wieder? Diese Gedanken sind immer da. Immerhin konnte die Polizei Fingerabdrücke sichern. Michaela Schneider hofft, dass die Täter schnell gefasst werden. Und juckt Ihr grüner Daumen auch bei dem Wetter, liebe Zuschauer? Endlich wieder umgraben, pflanzen, Unkraut jäten? Zum Start ins Gartenjahr haben wir mal im thüringischen Altenburg vorbeigeschaut. Die Kleingartenanlage Bauhof 1 hat nämlich beim Bundeswettbewerb Gärten im Städtebau eine Goldmedaille gewonnen. Und zwar für vorbildliches gemeinsames Gärtnern. Ja, und wie das funktioniert, das haben wir uns mal aus der Nähe angesehen. Endlich Sonne satt und endlich wieder in der Erde wühlen. Darauf haben die Kleingärtner vom Bauhof 1 den ganzen langen Winter gewartet. Hallo. Nun erwacht ihr Paradies. 53 Parzellen fein aneinandergereiht. Prost. Mitten in Altenburg. Guten Morgen, Utschen. Guten Morgen. Na, Patrick. Sanna. Ich muss mal nach deinem Wasser gucken. Heute ist Arbeitseinsatz. Der Gartenvorstand hat das Wasser angestellt und die Aufgaben verteilt. Keiner murrt. Funktioniert. Wunderbar dicht alles. Probe bestanden. Also ich würde das in Planen eintun und zusammenschnüren. Und da wird es eingeladen, dann ist es fort. Sisyphusarbeit. Fünf Pflichtstunden hat jeder übers Jahr zu absolvieren. Wer nichts macht, muss bezahlen. Also stechen sie brav die Rasenkanten ab und harken die Gemeinschaftswege. Die Frauen bringen derweil einen leerstehenden Garten auf Zack. Weil das ganz schrecklich aussieht, so ein verwilderter Garten zwischendrin. Besser als irgendwo am Wegesrand Unkraut. Hier sieht man wenigstens, was man gemacht hat. Ne? Stimmt. Birgit und Britt widmen sich dem aus der Form geratenen Kirschbaum. Gartenarbeit, sagen sie, hat viel mit Intuition zu tun. Wenn es trocken ist, dann muss es weg. Wenn es trocken ist, muss es weg. Genau. Muss Luft kriegen. Die Wasser trieben. Ein guter Rückschnitt ist schon immer mal wichtig. Ja, genau, Britt. Ha? So würde ich sagen, sieht es gut aus. Fast wie ein Haarschnitt. Fasson. Ja, richtig. Meine Eltern haben schon einen Garten gehabt und dann fängt man an, irgendwelche Rasenkanten zu schneiden, Radieschen zu sehen. Es wächst mit den Jahren. Britt hat in die Gartenkolonie quasi eingeheiratet. Ihr Mann Heinz nämlich gärtnert hier schon seit Kindertagen. Ich bin hier groß geworden in der Anlage. Früher stand hier eine Reckstange, wie so ein kleines Sportgerät für die Kinder. Baumwischuppe hatten wir zum Kegeln hier vorne. Ja, viele Sachen hier mitgemacht. Bauhof 1 ist Thüringens älteste Kleingartenkolonie und für Familie Häuser so etwas wie oberste Familienpflicht, sagt der 84-jährige Herr Papa. Und das ist jetzt schon die vierte Generation, die den Garten hat. Unsere Sippe ist seit Gründung der Gartenanlage 1897 ja Mitglied gewesen. Wir haben über 500 Quadratmeter und, ja, und das haben wir jetzt ein Drittel den Vater, 180, und wir haben noch 320. Und irgendwann, wenn der Papa gar nicht mehr kann, haben wir alles. Mhm. Und ich hoffe, dass die Tochter in fünfter Generation dann auch einsteigt. Die ist 19 Jahre. Mal sehen.
So wie die Häusers hängen viele an ihren Gärten, wuseln und wirtschaften unermüdlich vor sich hin, wie Christine Lages an so einem Sonnentag. Das sind Walderdbeeren und das war erst ein ganz kleiner Fleck und die haben sich dermaßen verbreitet hier überall. Da haben wir sogar vorher ja geerntet davon. Jetzt müssen sie weg. Das sieht aus wie Unkraut. Das ist Mist. Ja, Ordnung muss sein. Das findet auch Dieter Bräutigam von schräg gegenüber. Das sind so die Fadenwürmer. Die fressen die Tulpenzwiebeln und so weiter. Wird alles vernichtet. Gemeinsam mit Schwiegersohn Enrico wühlt sich der 72-Jährige durch die Beete. Wir wechseln jedes Jahr die Erde. Und dann haben wir Pferdemist ausgebreitet und dann drauf Anzuchtserde. Und dann haben wir noch mal ein bisschen Blumenerde drauf, verbinden die und dann können die Gurken und die Tomaten drinnen gut gedeihen. So, die Knie, das ist das Allerschlimmste hier. Ich will es aber nicht einsehen und da schimpft die Frau immer. Und was machen Sie? Ich baue ein Gewächshaus auf. Oh. Also ich versuch's erstmal. Ulrich Engelmann kämpft schon seit Stunden mit der Bauanleitung. Es ist sein erstes Mal. Der andere Gartennachbar hat mir gesagt, 2 Tage kannst du einrechnen. So, wieder was geschafft. Müsste man 4 Arme haben, da würde das noch besser gehen. Ja, und hoffentlich hält's. Ja. Ich hoffe, dass ich noch eine Nachtschicht einlegen muss. Beim Kleingarten-Bundeswettbewerb konnten die Altenburger sogar eine Goldmedaille gewinnen für vorbildliches gemeinsames Gärtnern. Zum besonderen Flair hier gehören auch die süßen kleinen Häuschen, viele davon gut 100 Jahre alt. Wolfgang Grimm hat seine original erhalten. Die Laube ist gebaut 1903. Da sind sogar die ersten Fenster noch drin. Das ist noch nicht verändert worden, das ist genau noch so wie früher. Nur die Deko ist neu. Das hat alles meine Frau so gesagt, wie es gemacht wird, und so wird es auch gemacht. Sonst gibt es Ärger. Auf seinem Stück Scholle kann sich jeder verwirklichen. Dafür schließlich, sagt Birgit Groß, ist ein Kleingarten doch da. Hauptsache, das Unkraut ist weg. Dann stelle ich meine Keramikkugeln raus, ich töpfe auch gern, da kommt die noch mit hin. Und hier wird das schön bepflanzt noch. Mein Mann, der wollte erst gar nicht, aber inzwischen liebt er den auch. Und im Sommer, da schnüffelt er durch die Tomaten. Das ist für den, ist Eldorado. Die Kleingärtner im Bauhof 1 sind also bereit für die Saison. Jetzt kann es sprießen und wachsen. Ja, total sympathisch. Und von Goldmedaillengewinner zur Goldschmiede, wenn das kein passender Übergang ist. Unsere Reporterin Nina Hause trifft nämlich auf ihrer Expedition Deutschland Isabel Colucci, die eine Vorliebe für Gold und anderen Schmuck hat. Nach den Zielkoordinaten, Sie kennen das ja schon, geht's los. Ich bin Lea Rabe und ich schicke den Reporter auf Expedition Deutschland, heute nach Baden-Württemberg. Und zwar genau nach Ludwigsburg. Und hier sind wir mitten in Ludwigsburg, das ist ganz in der Nähe von Stuttgart und ich würde sagen, wir legen direkt los. Und keine 50 Meter weiter geht gerade ein Pärchen in einen kleinen Laden. Da nehmen wir doch sofort die Verfolgung auf und schauen mal, was sich hinter der Tür verbirgt. Hallo. Es ist Schmuck, viel Schmuck. Es funkelt und glitzert in dem gemütlichen Atelier, alles handgemachte Unikate. Vielleicht ist da ja was für den bevorstehenden Geburtstag dabei. Da wünschen Sie sich ein schönes Einzelstück oder was? Genau, was ist also ich wollte jetzt einfach eigentlich in aller Ruhe schauen, ob mir hier was gefällt. In aller Ruhe schauen, wir verstehen und fragen das kamerascheue Paar nicht weiter. Beratung vom Fachmann bzw. Frau ist aber natürlich willkommen. Wenn Sie nicht passen sollte, machen wir das natürlich in Ihrem Genau. Genau, das ist ja klar. Isabel Colucci ist hier Auszubildende. Seit einem halben Jahr lernt die 27-Jährige das Handwerk der Goldschmiedin. Ein ganz besonderer Beruf, bei dem sie die Schwierigkeiten schnell erkannt hat, aber auch ins Schwärmen gerät. Die größte Herausforderung ist der Umgang mit dem Material. Also ich hatte keine Vorerfahrung und habe lediglich ein Praktikum hier gemacht.
und habe aber gemerkt, okay, das ist total dein Ding und habe mich da auch wirklich dann dafür entschieden. Und ja, das ist schon was Tolles. Schmuckstücke ganz individuell herstellen, das kann manchmal mehrere Tage dauern. Meist wird die Idee erst einmal auf Papier gebracht und dann nach den genauen Vorstellungen der Kunden hergestellt. Faszination Goldschmied, Isabel Colucci und ihre Chefin Martina Runge ist es eine Herzenssache, auch andere für ihr Handwerk zu begeistern. Hier kann jeder, der sich dafür interessiert, mal vorbeikommen und einen Kurs machen. Okay. Genau, einen Schnupperkurs zum Beispiel. Da entsteht dann eben beispielhaft so ein solcher Ring, den man sich eben dann selber machen kann. Ah, okay. Genau, also das können selbst Laien sowas? Selbst Laien können sowas, unter Anleitung natürlich von uns. Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen und mache die Probe aufs Exempel. Am Schraubstock soll ich die Enden des Rohlings zusammenbringen. Gar nicht so einfach. Mal mit dem Hammer von oben hier drauf. Mit Gefühl oder mit Schmackes? So ein Zwischending. Okay, perfekt. Gut. Dann geht's an die Werkbank. Isabel Colucci erzählt, dass immer weniger junge Menschen den Beruf des Goldschmieds erlernen wollen. Gerade einmal 9 Mitschüler hat sie in ihrer Berufsschulklasse. Dabei, sagt sie, ist es ein so spannender, jahrhundertealter Traditionsberuf. Und das ist die, das Brettfell, so nennt sich das. Das ist ganz wichtig, dass man sich das immer auf den Schoß legt. Zum einen vor allem beim Löten und natürlich auch für die Feilung. Ja, der Goldschmied sammelt das, was da unten drin liegt. Das ist ja, ist ja Edelmetall da unten. Ja. Ja. Und das wird aufgehoben. Ah, also genau, das sind hier diese ganzen kleinen... Genau, das ist alles Feilstaub. Das ist jetzt alles Silber. Und das kann man noch für irgendwas verarbeiten? Irgendwann mal, wenn man ganz alt ist, dann kann man das einschicken und dann sind wir reich. Aber fast. Jetzt soll ich den Ring mit einem speziellen Bindemittel betupfen und dann ein wirklich winzig kleines Metallplättchen auf die Endstücke legen. Oh, da habe ich's verloren. Eine wahnsinnig filigrane Arbeit, wie ich merke, die mich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Trotzdem weiter geht's mit dem Bunsenbrenner. Erhitzen. Abschrecken und dann in Säure legen. Ein paar Minuten später ist der Ring reif fürs Rundhämmern. Dass Isabel Colucci genau hier in dieser kleinen Goldschmiede ihre Ausbildung macht, war übrigens reiner Zufall. Ich habe einfach gegoogelt, Goldschmiede, Raum Ludwigsburg, glaube ich sogar. Aber ich gedacht habe, das wäre natürlich total gut, in Ludwigsburg einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und habe gedacht, jetzt guck einfach mal. Ja? Und dann bin ich hier auf die wunderschöne Goldschmiede gestoßen. Mhm. Ja. Und jetzt sind Sie ja so ein halbes Jahr hier. Ist es denn auch so, wie Sie sich das vorgestellt haben, die Arbeit? Noch besser. Noch besser sieht der Ring aus, wenn er abgeschmirgelt und poliert wird. Das geht per Gaspedal unterm Tisch. Machen Sie mal ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Gas geben. Noch? Ach so, Ja, genau. Oh, ich dachte, ich wäre schon beim Maximum. Nee, da geht noch was. Turbopolieren also. Zum Schluss mit einem Tuch nochmal den letzten Schliff geben. Da muss man doch auf jedes einzelne Werk, was man macht, stolz sein, oder? Ja, ist man auch. Ist man dann nicht traurig, wenn man die abgeben muss? Manchmal. Ja, die will man dann eigentlich lieber selber behalten. Ja. Und dann ist er endlich fertig. Mein erster eingemachter Ring. Was für eine Expedition hier in der Goldschmiede in Ludwigsburg. Ja, vielen Dank, Nina Hauser, nach Ludwigsburg. Und am Montag erwartet Sie dann die nächste Expedition Deutschland. Nach dem dramatischen Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine vor fast 4 Wochen, bei dem ja alle 144 Passagiere und 6 Crewmitglieder ums Leben kommen, wird zur Stunde im Kölner Dom der Toten gedacht. 1400 Gäste sind bei der Trauerfeier dabei. Und vor Ort auf der Kölner Domplatte ist unsere Reporterin Dorte Färber. Wer ist denn neben den Betroffenen alles unter den Trauergästen, Dorte? Nun, das ist die gesamte Staatsspitze. Da ist der Bundespräsident, auch die Bundeskanzlerin, der Vizekanzler, Abgeordneten aus den betroffenen Wahlkreisen. Es sind Vertreter aus den anderen Ländern, betroffenen Ländern da, aus Frankreich und Spanien, Regierungsvertreter. Und es sind natürlich auch Leute von der Lufthansa und von Germanwings, von den betroffenen Fluggesellschaften da. Es sind auch geladen worden Helfer aus Deutschland und aus Frankreich als Anerkennung ihrer Arbeit. Und es sind Bürger im Dom. Bürger, die heute
morgen einfach Zugang hatten, denn die Öffentlichkeit soll teilnehmen an dieser Trauerfeier, wo es darum geht, zu zeigen, dass wir mit euch gemeinsam trauern, dass es eine Gemeinschaft gibt. Und die Atmosphäre dieser Trauerfeier, die hat mein Kollege Dominik Müller-Russell einmal zusammengefasst. 150 weiße Kerzen, für jeden Toten eine. Der Kölner Dom ist heute ein Ort der Trauer. Neben Regierungsvertretern aus Deutschland, Frankreich und Spanien haben sich auch mehr als 500 Angehörige der Absturzopfer versammelt. Wir sind heute hier im Kölner Dom zusammengekommen, im Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes in den französischen Alpen. Jeder Tod hinterlässt tiefe Spuren. Aber für uns alle ist es eine schreckliche Erfahrung, wenn in einem so kurzen Augenblick auf solch tragische Weise so viele Menschen von uns genommen werden. Schon seit dem frühen Vormittag haben sich Menschen vor dem Kölner Dom versammelt, die am Gottesdienst teilnehmen wollen. Bürger, die keine Angehörigen verloren haben, aber die dennoch tief getroffen sind. Ich habe mit den Angehörigen gefühlt. Ich habe ganz besonders um die Kinder und das Baby getrauert. Wir konnten es tagelang nicht fassen. Und ich finde das wichtig, heute mal innezuhalten und versuchen, eine Art von Trost und Verarbeitung zu finden. 1400 Menschen verschiedener Konfessionen nehmen am Gedenkgottesdienst teil, in tiefer Anteilnahme. Wo warst du, Gott? Ihre Angehörigen vermissen sie. Die Menschen in dem Flugzeug aus Barcelona. Die Jungen und die Alten. Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche. Erbarme dich der Not, der Tränen und der Fragen. Zusammenstehen. Auch ein Zeichen dafür, dass die Angehörigen in ihrer Trauer nicht alleine sind. Wie geht's denn nach der Trauerfeier weiter, die ja gerade noch zur Stunde stattfindet? Ja, Sie haben es erwähnt, zunächst einmal dauert diese Trauerfeier noch an, bis ungefähr 13:30. Es werden noch die ausländischen Vertreter sprechen. Und danach wird es eine Begegnung der Angehörigen mit dem Bundespräsidenten, mit der Kanzlerin, auch der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft geben. Diese Begegnung, die wird allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Denn man muss sehen, heute, das ist nicht nur ein großer Trauerakt, bei dem gezeigt werden soll, wir sind an eurer Seite, sondern es gibt auch sehr viele intime, private Momente und die sollen die Angehörigen möglichst ohne die Öffentlichkeit wahrnehmen können. Vielen Dank, Dorte Färber nach Köln. Ja, und mehr zu dem Trauergottesdienst erfahren Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder heute Abend auch in einem ZDF-Spezial ab 19.20 Uhr. Der Sommer hat ja diese Woche sein erstes Gastspiel gegeben, wenn auch das Wochenende wettermäßig nicht mehr ganz so mithalten kann. Ist das für Grillfans noch lange kein Grund, auf das Freiluftbrutzeln zu verzichten? Rund ums perfekte Grillfleisch gibt es ja so manche Mythen. Darf man zum Beispiel das Fleisch vor dem Grillen salzen oder bringt das Ablöschen mit Bier wirklich einen besonderen Geschmack? Damit Ihnen am Rost alles perfekt gelingt, kommt hier unser Service. Rund um den Rost kursieren jede Menge Tipps und Weisheiten, wie man sein Fleisch am besten brutzelt. Lisa und Torben wollen wissen, was wirklich hinter den bekanntesten Grillmythen steckt. Unterstützung gibt's von Grillmeister Axel Kähne. Los geht's mit Mythos 1. Für das Fleisch gilt kein Salz vor dem Grillen. Ich will das Fleisch vor dem Grillen nicht salzen, weil Salz dem Fleisch Wasser entzieht und es dadurch trocken wird. Klingt logisch, aber stimmt das wirklich? Entgegen der Meinung oder dem, was in vielen Kochbüchern steht, dass man das Fleisch vorher nicht salzen soll, kann ich nur sagen, dass es sich auf die Stunden bzw. auf die Zeit bezieht. Wenn man einige Stunden vorher salzt, kann es wirklich dem Fleisch den Saft entziehen und dann kann es beim Grillen ein bisschen trockener werden. Salzt man das Fleisch aber 10 bis 30 Minuten vor dem Grillen, dann bleibt der Effekt aus. Am besten Fleisch nicht direkt aus dem Kühlschrank auf den Rost legen, sondern vorher auf Zimmertemperatur bringen. So bleibt es saftiger. Einen echten Grillfan hält nichts vom Grillen ab, auch kein Regen. Denn bis die Kohle glüht, ist die Sonne bestimmt wieder da. Wer ungeduldig ist, greift zu Beschleunigern. Denn
Mythos 2 besagt, mit Spiritus geht's am schnellsten. Also ich kann nicht empfehlen, den Grill mit Spiritus zu entzünden. Denn erstens ist es sehr gefährlich und zweitens ist es auch nicht unbedingt die schnellste Methode, einen Grill zu entzünden. Der Profi-Tipp, einen Anzündkamin benutzen. Torben schüttet oben die Kohle in den Kamin. Unten gibt Lisa Feuer. Durch den Kamineffekt glüht die Kohle im Ganzen komplett durch. Die Anwendung ist einfach, trotzdem sollte man aufpassen. Also wenn ihr auf diese Art und Weise die Kohle entzündet im Anzündkamin, solltet ihr schon darauf achten, dass dieser Anzündkamin wirklich sicher steht. Dass der also nicht umzufallen droht. Die Glut ist fertig, endlich kann das Fleisch auf den Rost. Damit jede Seite schön durchgart, muss es gewendet werden. Doch womit eigentlich? Also ich denke, eine Gabel reicht auch völlig aus. Hauptsache man kann es irgendwie wenden, das Fleisch. Wozu eine Grillzange? Es geht auch mit der Gabel. Durch das Grillen, was wir hier jetzt gerade machen, erreichen wir eine Kruste an der Oberfläche des Fleisches. Und durch diese Kruste kann eigentlich der Fleischsaft nicht mehr austreten. Wenn man jetzt eine Gabel benutzt und immer wieder ins Fleisch hineinsticht, dann gibt man dem Fleischsaft vom Prinzip her die Möglichkeit auszutreten. Und dadurch wird das Fleisch leider trocken. Eine Grillzange, die vorne stumpfe Enden hat, eignet sich am besten und ist ein Muss für jeden Griller. Das Fleisch fast fertig. Jetzt greifen Torben und Lisa noch zu einer besonderen Zutat. Ein Schuss aus der Bierflasche. Ich finde, das gehört manchmal zum Grillen einfach dazu. Und das gibt so ein ganz gutes Aroma, finde ich auch, je nachdem, was man für ein Bier nimmt. Mythos 4, mit Bier ablöschen, dann schmeckt es besser. Wenn man während des Grillens Bier über das Fleisch gibt, ändert man nicht wirklich viel am Geschmack. Denn das Bier wird sofort vom Fleisch runterlaufen und fließt dadurch wahrscheinlich noch in die Kohlen. Durch diese kleine Explosion, die da entsteht, zieht der Kohlenstaub unter das Fleisch drunter und bleibt da haften. Möchte man wirklich am Fleisch einen Geschmack vom Bier dran haben, dann sollte man es vorher in einer Marinade aus Bier einlegen. Und dadurch zieht auch das Bier so ein bisschen ins Fleisch ein. Die Deutschen grillen am liebsten mit Kohle. Rund 120.000 Tonnen Holzkohle und Briketts fackeln die Bundesbürger jeden Sommer ab. Denn vom Holzkohlegrill schmeckt's angeblich am besten. Um herauszufinden, ob dieser Mythos stimmt, stellt sich der Meister persönlich an den Grill. Kohle, Elektro und Gas treten gegeneinander an. Schmeckt man einen Unterschied? Das sollen Torben und Lisa mit einer Blindverkostung testen. Links das Fleisch vom Elektrogrill, in der Mitte Holzkohle, rechts vom Gas. Ja, man hat auf jeden Fall einen Unterschied wahrnehmen können. Mir hat das zweite am besten geschmeckt, weil die außen war es am krossesten und innen am saftigsten. Ich habe eigentlich beim letzten Unterschied geschmeckt. Die ersten haben relativ gleich geschmeckt, das letzte hat ein bisschen rauchiger geschmeckt. Daher vermute ich, dass das letzte vielleicht vom Kohlegrill ist. Falsch geraten. Tatsächlich beeinflusst die Wahl des Grillgeräts kaum den Geschmack. Man kann einen Unterschied schmecken zwischen den unterschiedlichen Grills, aber auch nur, wenn etwas längere Zeit auf dem Kohlegrill liegt. Denn sowohl Elektrogrill als auch Gasgrill geben keinen besonderen Geschmack ab. Und auf dem Kohlegrill entfaltet sich dieser Kohlegeschmack oder dieser Kohlegeruch auch erst, wenn es längere Zeit auf dem Grill liegt. Mit den Tipps des Grillmeisters sind Torben und Lisa nun gewappnet für die nächste Grillparty. Unsinnige Weisheiten lassen sich die beiden jetzt nicht mehr auftischen. Also nix wie ran an den Grill, das war es nämlich schon von uns, von der Drehscheibe für diese Woche. Am Montag begrüße ich an dieser Stelle meinen Kollegen Norbert Lehmann. Und die neuesten Nachrichten gibt es natürlich jetzt gleich im Anschluss im ZDF Mittagsmagazin. Danke fürs Zuschauen und Ihnen noch ein sonniges Wochenende. Tschüss, Servus und Ade.